Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und heute ist Folge 2 meines sechsteiligen Zockbox-Unboxing-Video-Marathons verteilt auf 6 Monate. Und zwar sind die Jungs von der Zockbox auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, wir schicken dir kostenlos 6 Monate eine Zockbox mit 3 Spielen zu 3 Systemen deiner Wahl und wir würden uns freuen, wenn du das mal in einem Video unboxen würdest, damit du und vielleicht auch deine Zuschauer mal sehen könnt, was so über die Zeit alles ja da drin ist. So ein bisschen Langzeittest, würde ich mal sagen. Deswegen von vornherein wieder vorweg, ich habe die Zockbox umsonst bekommen, mit der Bitte ein Video zu machen, aber genaue Vorschriften, was ich sage und so weiter, habe ich nicht vorbekommen. Ich habe hier meine eigene Meinung und die sage ich auch, ich kann hier machen, was ich will. Aber ich habe gesagt, ich würde das gerne etwas interaktiver gestalten. Und wenn ihr Fragen habt an die Gründer von der Zockbox, dann ab in die Kommentare. Ich leite die weiter, die beantworten die und dann beantworte ich euch die in dem nächsten Video. Und da sind auch tatsächlich 2 Fragen aufgekommen vom letzten Video und die möchte ich euch gerne beantworten. Die erste Frage ist: Werden die Spiele auf Repros gecheckt, also Reproduktion? Die Antwort ist im Prinzip, also offensichtliche Reproduktion sortieren die natürlich aus, aber fairerweise werden die jetzt auch nicht jedes Tetris-Modul aufschrauben, was gut aussieht, nur um zu gucken, ob die Platine sauber ist. Ich meine, gut, das wird keiner von euch machen zu Hause, wenn man ein 0-15-Spiel hat und man guckt sich die üblichen Merkmale zum Beispiel beim Gameboy an. Ne? Wie sieht der Cartridge aus? Stimmt da alle die Beschriftung? Ist da diese eingeprägte Zahl drauf und so weiter. Wenn das alles stimmt, dann könnt ihr ja zu euch zu 99% sicher sein, dass das auch ein Original ist. Dann war die weitere Frage, ob es die Gefahr gibt, auch ja, 2 Spiele die gleichen zu bekommen. Und zwar nehmen wir mal an, ihr abonniert die Zockbox jetzt für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr. Habt ihr dann die Gefahr, im Januar vielleicht irgendein Spiel zu bekommen und dann im September nochmal exakt dasselbe Spiel? Da ist eine klare Antwort, nein. Die Jungs haben eine interne Datenbank, wo sie vermerken, was ihr bekommen habt und dadurch bekommt ihr keine Spiele doppelt. Das ist auch sehr wichtig zu sagen und dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, was in dieser Zockbox drin ist. Wie gesagt, ihr könnt euch bis zu 3 Systeme wünschen. Ich habe mir, wie beim letzten Video, auch dieses Mal gewünscht Gameboy. Logisch, ich bin hier ein Gameboy-Sammler. Game Gear, weil ich da eine relativ kleine Sammlung habe, aber das System sehr interessant finde und natürlich Super Nintendo, da habe ich in meiner Sammlung auch mittlerweile ziemlich abgespeckt und deswegen bin ich mal gespannt, was da drin ist. Wie immer, alles sehr gut verpackt. Ich habe die den Karton schon aufgeschnitten. Wenn ihr die bekommt, sind die immer so in Papier eingepackt, was ich sehr schön finde, dass es nicht irgendwie mit Plastikgeschiss oder sowas gemacht wird. In Zeiten jetzt, wo man ja immer auf die Umwelt achten sollte, ist das gar nicht so verkehrt. Und ich greife hier einfach mal rein. Das wird hier wahrscheinlich das Gameboy-Spiel sein. So, und ich sehe schon, es gibt ja sogar eine Hülle dazu. Letztes Mal war das in so einer Plastikfolie drin, so eine Gameboy-Hülle. Sieht auch wie eine Originale aus, wobei ich die bei mir immer stapeln habe. Und auch, ich muss sagen, es ist wieder eine hervorragende Qualität. Ich war ja schon beim letzten Video sehr, sehr begeistert, wie die Qualität der Module ist. Auch hier, man weiß es natürlich nicht. Sie wissen natürlich, sie schicken es mir und ich mache ein Video daraus. Deswegen kann ich natürlich jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass es für alle Zockboxen irgendwie zutrifft, dass die Qualität immer so gut ist. Vielleicht habt ihr ja auch die abonniert und haut es mal in die Kommentare rein, wie es bei euch ist. Aber ich weiß, ein wunderbares Spiel. Das ist für mich definitiv ein Label-Upgrade. Ihr seid wahrscheinlich schon gespannt und zwar Mega Man Dr. Wilys Rache. Und das ist ein ganz besonderes Spiel für mich, deswegen bin ich jetzt hier auch ganz froh, dass ich hier ein Label-Upgrade bekommen habe, weil das war in meiner Kindheit mein erster Berührungspunkt mit der Mega Man-Serie und ich habe das Spiel hoch und runter gespielt. Ich kam nie weit, weil es ist Mega Man-typisch ziemlich schwer, aber ich habe es echt geliebt und das jetzt in einem so guten Zustand zu haben, das habe ich auf jeden Fall in einem schlechteren Zustand, freut mich sehr. Ja, es ist natürlich ein klassisches Mega Man-Spiel, es ist, soweit ich das richtig im Kopf habe, auch das erste Mega Man-Spiel, was exklusiv für den Gameboy
neu entwickelt wurde und jetzt nicht irgendwie wo irgendwas portiert wurde oder ähnliches. Spielt sich natürlich sehr gut, wie man es von der Serie kennt. Man hat natürlich die Bosse, die man auswählen kann, ne? Da sucht man sich erstmal die Bosse und die Welt in einer freien Reihenfolge. Wenn man den Boss besiegt hat, bekommt man eine Spezialfähigkeit, wo dann ein anderer Boss natürlich dem besonders empfindlich ist, ne? Ihr kennt es alle, ich muss euch nicht sagen, was Mega Man ist. Ich mag das Spiel sehr, weil ich das natürlich sehr kindheitsverknüpft habe und der Zustand ist wieder 1A. Und dann kommen wir hier zu dem nächsten Paket. Das müsste wahrscheinlich das Game Gear Spiel sein. Gucken wir mal, was da drin ist. Ah, und ist auch ein Klassiker. Auch hier die Hülle dabei. Letztes Mal war die Hülle auch nicht dabei. Also, wie gesagt, ich würde halt nicht drauf schwören. Falls ihr Wert auf die Hülle legt, dass es entsprechend immer dabei ist. Und zwar auch, wow, Hammerqualität. Ein Klassiker, Sonic the Hedgehog. Ich glaube, das habe ich sogar gar nicht in meiner Sammlung, wenn ich hier rüber gucke, weil ich mir immer denke, Sonic kenne ich, aber ich habe auf jeden Fall schon mal reingespielt. Und auch da habe ich so eine kleine, besondere Kindheitserinnerung. Und zwar kannte ich nur einen damals von meinen Kumpels, der ein Game Gear hatte. Und der hatte auch Sonic natürlich, weil eine Sega-Konsole, was der Mario für Nintendo ist, ist natürlich Sonic für Sega. Und ich war ganz fasziniert davon. Es ist quasi ein Game Boy mit einem farbigen Display. Und da habe ich dann wirklich dieses Sonic spielen dürfen. Also ich nehme an, dass es das Sonic ist. Es gibt ja noch andere Teile auf dem System. Aber es muss das hier gewesen sein. Und da war ich ganz fasziniert. Und es spielt sich sehr, sehr gut auf den Game Gear, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe da, wie gesagt, keine tieferen Erinnerungen, aber durchaus ein guter Plattformer. Ich persönlich bin jetzt nicht der übergroßen Sonic-Fan, weil das ja so allgemein einen anderen Ansatz im Vergleich zu Mario hat. Aber Zustand ist wunderbar, blende ich euch ja alles, habe ich euch ja eingeblendet. Wunderbar, das in meiner Sammlung zu haben. Und dann haben wir hier das Super Nintendo Spiel. Raschel, raschel. Und es ist Spider-Man und X-Men The Revenge Gedöns, müsste es sein. Oder X-Men und The Revenge. Ich, ganz ehrlich, das Spiel kenne ich nicht, aber mal gucken, es ist das LJN-Logo drauf, wobei LJN ist natürlich durch ein Angry Video Game Nerd sehr in Verruf geraten, aber hat nicht nur schlechte Spiele gemacht. Also ein paar sind gut. Das hier ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe und nicht komplett verwechsel, eher mittelmäßig, aber durchaus nicht schlecht. Aber das habe ich definitiv nicht in meiner Sammlung. Ich blende euch natürlich ein Gameplay-Video ein, dass ihr euch mal so ein bisschen Bild machen könnt. Aber das habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Aber der Zustand, ja, passt. Also das ist auf jeden Fall, was so meine Super Nintendo Qualitätsansprüche angeht. Label ist wunderbar. Ja gut, hier ist etwas Farbe dran, wie man sieht. So wie es halt normalerweise ist. Aber das kann man, wenn es einen stört, durchaus wegmachen. Hier hinten ist natürlich wie immer so ein bisschen Dreck. Das kennt ja wahrscheinlich alle. Aber allgemein würde ich sagen, Zustand ist gut bis sehr gut. Weil das Modul an sich ist ja nicht angegriffen. Ich will es nicht schönreden. Hier ist ein bisschen Farbe dran. Mich persönlich stört es nicht. Aber dann habt ihr mal so einen guten Querschnitt vielleicht, wie man auch eine etwas schlechtere Qualität aussehen kann. Ja, das war diese Talkbox. Ich bin durchaus zufrieden. Sind ein paar schöne Spiele, Klassiker dabei. Und ja, ich bin mal gespannt, was nächsten Monat auf mich wartet. Wie gesagt, hier nochmal die Betonung, ich habe die Zockbox umsonst bekommen. Wie ihr wisst, wenn ich sowas annehme und Videos dazu mache, mache ich das immer so klar und transparent wie möglich, damit ihr wisst, wo ihr euch drauf einstellen könnt. Und nochmal an euch der Aufruf, wenn ihr Fragen habt, ab ins Kommentarfeld, ich leite es weiter und im nächsten Video werde ich die euch gerne beantworten. Ja. Und das war das Video. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.